In diesem Video spreche ich über JavaScript Arrays. Ich bin im Web Editor auf der p5.js Website und habe nur die Function setup stehen lassen. Die Function draw habe ich gestrichen und ich habe geschrieben no canvas. Es gibt keinen Canvas hier, ich schreibe nur in die Konsole. Dann habe ich eine Variable, die nenne ich myArray. Und ich weise ihr einen Wert zu. Der Wert besteht aus solchen eckigen Klammern, die drei Zeichenfolgen enthalten. Diese drei Zeichenfolgen sind unterteilt mit Kommas. So eine Liste, eingefasst von rechteckigen Klammern, heißt in JavaScript Array. In Python heißt es List. Weil es Zeichenfolgen sind, sind diese Werte hier mit Anführungszeichen eingefasst, aber ein Array kann natürlich auch Zahlen oder andere Arrays oder Objekte enthalten. Die rechteckigen Klammern schreibst du mit Alt 5 und Alt 6. In der Konsole steht hier noch Oranges von einem ersten Versuch, den ich vorhin gemacht habe. Wenn ich auf Play drücke, steht hier nichts mehr drin. Aber ich werde jetzt den ganzen Array in die Konsole schreiben. Console log my array und drücke auf Play und dann kriege ich so etwas. In Klammern wird mir vor den Array geschrieben, wie lange der Array ist. Jeder Array hat eine Länge und die Länge entspricht der Anzahl Einträge. Hier habe ich drei Werte in meinem Array, also ist seine Länge 3. Und dann kriege ich hier noch so ein Dreieck, einen Pfeil. Wenn ich den anklicke, dann klappe ich den Array auf. Und hier stehen so Zahlen. Diese Zahlen sind eine Nummerierung. Jeder Eintrag im Array kriegt eine Zahl zugewiesen und es beginnt bei 0 und dann wird hochgezählt. Also 0, 1, 2 für drei Einträge. Das heißt, die Länge des Array, drei Stück sind drin, aber weil wir bei 0 zu zählen beginnen, hören diese Zahlen immer eins tiefer auf als die gesamte Länge des Arrays. Das ist noch wichtig. Diese Nummerierung wird als Index bezeichnet und der Index dient dazu, auf einzelne Werte im Array zuzugreifen. Es ist häufig so, dass du viele Werte zum Bearbeiten hast in einem Programm, die aber ähnlich sind und wo es Sinn macht, die zusammenzufassen, weil du sonst viel zu viele einzelne Variablen kriegst. Und es gibt eine Vielzahl von Funktionen, die dazu dienen, mit solchen Arrays zu arbeiten. Du kannst sie zerschneiden, kopieren, du kannst hinten anfügen, vorne anfügen, in der Mitte einfügen, einzelne Stücke herausnehmen und so weiter. Dafür gibt es alles spezielle Funktionen. Hier möchte ich einfach einmal die grundlegenden Handgriffe zeigen. Wie machst du einen Array, nämlich indem du ihn so aufschreibst? Und wie kommst du an einzelne Werte heran? Zuerst lasse ich mir die Länge anzeigen. MyArrayLength. Wenn ich auf Play drücke, dann steht die Zahl 3 hier in der Konsole. Also das ist eine Variable, die zu jedem Array dazugehört und mit der kannst du immer die Länge herauslassen. Häufig ist nicht ganz klar, wie viele Dinge in einem Array drin sind. Vielleicht wird das zufällig gefüttert und dann musst du, um herauszufinden, wie viele Stück drin sind, diese Variable brauchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Bananen will, dann kann ich dies tun, indem ich rechteckige Klammern hinter die Variable schreibe, die den Array enthält. Und in diese rechteckige Klammer schreibe ich den Index der Bananen. Und weil die Äpfel 0 sind, sind die Bananen 1 und die Orangen sind 2. Also wenn ich myArray, rechteckige Klammer 1 schreibe und Play drücke, dann kriege ich die Bananen.
Und der erste Eintrag in einem Array, der hat immer den Index 0. Und der letzte Eintrag in einem Array hat immer, auch wenn wir nicht wissen, welchen Index der letzte Eintrag hat, es ist immer die Länge des Arrays minus 1. Also ich kann schreiben console.log myArray und dann in rechteckigen Klammern myArray length minus 1. Und dann kriege ich die Orangen.